Der Bundesfreiwilligendienst oder ein freiwilliges soziales Jahr bietet vielerlei. Älteren Menschen helfen, einen Einblick in die Arbeit mit Menschen mit Behinderung bekommen oder die Zeit bis zur Ausbildung mit einer interessanten Tätigkeit überbrücken. Nach der Schulzeit ermöglicht ein soziales Jahr, neue Rollen kennenzulernen und die Entscheidung über den zukünftigen Beruf fundierter treffen zu können. In den vielen Einrichtungen der KBF freuen sich die Mitarbeiter über junge Leute, die ihren Bundesfreiwilligendienst absolvieren oder ein freiwilliges soziales Jahr leisten wollen. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Arbeit im Fahrdienst, in den integrativen Kindertagesstätten oder der Schule, dem Internat, den Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder im Seniorenbereich. Über 300 Freiwillige aus 18 verschiedenen Ländern unterstützen die Mitarbeiter bei der Förderung von Menschen mit Behinderung oder bei der Pflege und Betreuung von älteren Menschen. Christine Böhm arbeitet in der KBF-Kita Alte Weberei in Tübingen-Lustnau. Ich wollte schon immer was mit Kindern machen und die Arbeit mit den Kindern macht mir total viel Spaß. Und deshalb wollte ich halt hier arbeiten. Meine Aufgaben liegen im Fahrdienst. Ich hole morgens die Kinder ab und bringe sie dann abends wieder heim. Und ich habe auch so hauswirtschaftliche Aufgaben, wie zum Beispiel in der Küche oder Tische putzen, Boden fegen. Und natürlich auch die pädagogischen Aufgaben, wie mit den Kindern spielen, ihnen beim Essen helfen, ihnen beim Anziehen helfen, wickeln und so weiter. In den integrativen Kitas der KBF spielen Kinder mit Behinderung gemeinsam mit den Kindern ohne Behinderung. Eine interessante Erfahrung für die 20-Jährige. Die Integration klappt ja sehr gut. Also die Kinder mit Behinderung können von den Kindern ohne Behinderung lernen und auch andersrum. Und vor allem lernen die Kinder dann auch sehr früh, dass es keine Vorurteile geben muss gegen die Kinder mit Behinderung. Haus C der Dreifürstensteinschule in Mössingen. Selina Weber holt die Schüler der Grundstufe jeden Morgen mit dem Bus von zu Hause ab. Mit dem KBF-Bus zur Arbeit fahren zu können, ist für sie sehr praktisch. Vorteile sind auch, dass man hier ja jeden Morgen eine Tour fährt. Man hat dann ein Auto, wo man dann die behinderten Kinder abholt und zur Schule bringt. Deswegen kann man jeden Morgen noch Bus fahren und das macht sehr, sehr viel Spaß. Im Unterricht hilft Selina den Grundschülern beim Lesenlernen. Das individuelle Lernen funktioniert hier sehr gut, weil jeder wirklich in seinem Tempo arbeiten kann und niemand gestresst wird durch irgendwelche andere Personen und jeder einfach für sich das machen kann, so in dem Tempo, wie weit er kommt. In Haus A arbeitet Jana mit Schülern der Hauptstufe. Manchmal werden Schüler auch in Lerngruppen eingeteilt, je nachdem, wie weit sie mit dem Lernstoff sind oder wie gut sie lernen können, wie leicht es ihnen fällt. Und so wird auch jeder, so gut es geht, individuell gefördert. Und ja, auch in den kleinen Gruppen wird die Leistung nicht verglichen, sondern jeder ist halt so weit, wie er ist und jeder macht es auch so schnell, wie er ist. Natürlich gibt jeder sein Bestes, aber man schaut nicht darauf, was die anderen schon können, sondern man schaut auf die eigene Leistung. Jannes Eck leistet hier nur ein halbes FSJ-Jahr. Für ihn eine gute Möglichkeit, die Zeit bis zum Studium oder bis zur Ausbildung zu überbrücken und eine wichtige Unterstützung für Lehrer und Schüler. Der Klassenalltag muss auch ohne uns funktionieren können, aber wir sind dann eben in betreuenden Tätigkeiten oder in aufpassenden oder in unterstützenden Tätigkeiten, ja, sind wir dann da. Im Seniorenhaus Mauritius Blick in Ofterdingen hilft Patrick Lewicki bei der Essensausgabe. Die gute Stimmung im Haus ist ihm besonders wichtig. Die Atmosphäre ist ziemlich cool und lässig. Wir sind ziemlich offen. Man arbeitet hier in der Klasse in einem großen Team zusammen. Das heißt, aus jedem Teilbereich von den Erziehern und von den Physiotherapeuten und den Lehrern profitieren die anderen. Das heißt, jeder steuert seinen Teil dazu zu, damit es in der Klasse funktioniert. Die Zusammenarbeit hier ist total gut. Also wir verstehen uns alle super. Wir sind eigentlich alle auf einer gleichen Ebene. Der Bundesfreiwilligendienst oder ein freiwilliges soziales Jahr bei der KBF. Mehr als nur Busfahren.
habe viel gelernt, wie man mit den Kindern umgeht, wie man sie zum Lernen motiviert und auch mir selber viel Erfahrung mitgenommen, Geduld vor allem. Man wächst hier auch an den Aufgaben sehr. Am Anfang war ich auch eher skeptisch, aber mittlerweile macht echt Spaß mit den anderen Episoden oder die Lehrer sind ganz cool. Und dann findet man sich rein und dann ist das echt eine coole Erfahrung, gerade um irgendwie eine Zeit zu überbrücken, wo man nicht genau weiß, wie es weitergehen soll im Lebenslauf. Und wer weiß, vielleicht wird aus dem einen Jahr auch mehr. Ich habe mir auf jeden Fall auch überlegt, Sonderpädagogik zu studieren. Das wäre jetzt echt was ich mir vorstellen könnte für die Zukunft. Es ist sehr schön, wenn die Kinder morgens auf einen zukommen und dann sich so freuen, dass man einen sieht. Das ist eigentlich das, was mir so am meisten dran gefällt. Wir haben hier eine ganz enge Beziehung aufgebaut zu den Kindern. Und wenn ich mich verabschieden muss, dann fließen auf jeden Fall die Tränen.